Ich trage jetzt die erste Wette vor. Horst Freckmann. In Bochum heißen die Männer eben nicht Kevin und nicht Leon, sondern die heißen Horst. Der wettet, dass er Hähne ausschließlich am Krähen erkennen kann. Wir haben ihm 50 Hähne zur Verfügung gestellt und er muss 5 davon erkennen. Das heißt, er darf einmal daneben liegen. 6 aus 5, das ist die Regel hier. Er muss Name und Rasse der Hähne kennen. Und ich rufe ihn auf, hier ist Horst Freckmann. Thomas. Bis jetzt ist er der am zweitbesten angezogene Mann in der Show. Ja. Matthias, du bist locker auf dem 3. Platz. Ja. Horst, du bist entspannt. Die Hähne, wie kommst du zu den Hähnen? Im Ruhrgebiet gibt es ja mehr Schrebergärten, aber ich glaube, Hähne sind da relativ selten. Das wird ja ein ganz schöner Krach sein. Da. Das nimmt man nur an. Nein, also das Ruhrgebiet stand natürlich früher für die große Brieftaubengeschichte, aber mittlerweile ganz, ganz viele tolle Hühnerzüchter dort in Bochum und Umgebung, im Ruhrpott selber. Ich seit dem 12. Lebensjahr bin ich sogenannter Rassegeflügelzüchter. Das bedeutet rund 13.000 andere Züchter und ich, wir sorgen dafür, dass rund 200 Rassen immer noch da sind, dass sie betreut werden. Da gibt es ganz viele, die sehr hohe Beliebtheit haben, aber es gibt auch einige Rassen, die längst schon ausgestorben wären, wenn wir uns nicht darum kümmern würden. Die Hähne nerven ja, weil sie relativ früh anfangen zu schreien. Also Schrei oder... Ja, also in Deutschland ist ja alles reglementiert. Also es ist ganz einfach so, zum Beispiel dort, wo wir unsere Tiere halten, morgens ab 7.30 Uhr dürfen sie raus und abends um 19.30 Uhr müssen sie in den Stall. Und, aber die krähen doch schon vor 7.30 Uhr. Ja, aber dann sind sie noch im Stall. Dann ist das nicht so tragisch. Gut. Du hast sie aber natürlich, muss man früh aufstehen, wenn man so eine Wette anbietet? Naja, eigentlich schon. Ich war ja den halben Sommer unterwegs und habe Hähne recherchiert, weil es gibt wunderschöne Rassen, ganz tolle Züchter bei uns im Ruhrgebiet. Und wir haben natürlich manchmal morgens die Aufnahme gemacht, aber auch manchmal am Abend. Also das war sehr unterschiedlich. Wie bringt man einen Hahn zum Krähen? Muss man einfach mit der Kamera warten, bis er sich bequemt oder kann man dabei helfen? Also die machen, was sie wollen. Also entweder krähen sie sofort oder wir haben auch schon mal eine Stunde oder zwei gewartet. Ja, das kenne ich. So, pass mal auf, dann machen wir jetzt die Wette. Ja. Matthias, du guckst dir das bitte jetzt dann gut an, denn du musst ja auf den Kandidaten hier wetten. Glaubst du, dass der Horst alle 5 Hähne erkennt, die er erkennen muss? Also, das ist ja jetzt heute Abend ein besonderer Abend. Das ist die erste Wette. Ich finde die Wette einfach klasse. Horst, wir haben uns vorhin kurz getroffen. In einem meiner Filme hieß der Hauptdarsteller auch Horst. Ich mag den Namen Horst, einfach sympathisch. und deswegen sage ich ganz klar, schafft er das. Also, das schafft er. Vielen Dank. So, Matthias, hier ist dein Wetteinsatz. Aus Tierschutzgründen haben wir keine echten Hähne im Studio. Ich bin der einzige Gockel, den sie hier reingelassen haben. Wenn du deine Wette verlierst, musst du uns einen Hahnenschrei präsentieren. Ja. Schaffst du das? Das schaffe ich. Vielleicht kann ich auch einfach einen Hahn cholerisch nachschreien. Das kann ich auch versuchen. Ja, wir können dir einen Hahn vorspielen. Wir haben genug. Cool. Falls der Horst uns einen übrig lässt. Horst, es geht los. Okay. Und ich sage, top. Wohin? Ist da eine Kamera, in die ich das sagen kann? Top. Die Wette gilt. Wir haben immer so einen Countdown. Man hört da so 4 so Piepser oder 5. Das ist noch nicht der Hahn. Der Hahn kommt aber eindeutig nach den Piepsern. Okay. Also konzentrier dich und es geht los. Wette Nummer 1 beziehungsweise Hahn Nummer 1. Oh.
Der klang am Ende etwas abgewürgt, aber es war ein eindeutiger Hahnenschrei. Ja, und weil abgewürgt, dürfte ich den vielleicht noch einmal hören, bitte? Unbedingt, ich höre ihn immer wieder gern. Ja. Ganz eindeutig, das ist Hermann der Dritte. Und die Rasse ist Brahma. 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 Jawohl. Hermann der Dritte. Damit ist der erste Hahn richtig erkannt. Hier ist Nummer zwei. Du weißt ja, du hast einen Blindflug, ne? Einen, wo du sagen kannst, das war daneben. Okay, hoffentlich. Aber hier nicht, ist der Hahn Nummer zwei. Hoffentlich brauchen wir ihn gar nicht. Okay. Darf ich den auch noch mal hören? Gerne. Ja. Ach, natürlich. Ach, komm. Ich glaube, im Publikum freut sich jetzt jemand sehr. Hat der einen Hahn in der Tasche? Der Uli heißt und der einen bergischen Schlotterkamm hat. Ist er das? Ja. Ach, guck mal. Der Mann liebt seinen Hahn, gell? Er liebt ihn und er ist einer der großen Funktionäre im Verband. Und er ist 500 Kilometer hergefahren, um heute dabei zu sein. Uli, schön, dass du da bist. So, wir kommen zu Hahn Nummer 3 und zeigen erstmal die Auflösung. Dann zeigen wir ihn mal in deiner ganzen Schönheit. Ja. Er ist noch im Stall. Ja. Oh. Übrigens. Auch das eine Rasse, die schon ganz oft vor dem Aussterben stand. Und Uli sorgt mit ganz vielen tollen Züchtern dafür, dass solche Rassen noch erhalten bleiben. Urkundlich die älteste Hühnerrasse Deutschlands, wollte ich nur mal sagen. Gut, dass wir es wissen. Dankeschön. Ja. Und hier kommt Hahn Nummer 3. Der nimmt die Sache nicht ernst, habe ich den Eindruck. Ja, wie soll ich sagen? Was den Namen betrifft, war, glaube ich, das Original ganz oft schon in deiner Sendung. Das war niemand anderes als Otto Walkes. Und das ist die Rasse Ayamkitawa. So, dann bin ich mal gespannt, ob wir richtig liegen. Wir kriegen die Auflösung zugespielt. Ja. Der wohnt in der Nähe von Soest, wo auch Sascha, der große Sänger, herkommt. Ich glaube, man hört's. Wir kommen zum Hahn Nummer 4. Du liegst gut, du hast noch keinen daneben gelangt. Naja. Das war der Kreischhahn. Oh, sicherheitshalber würde ich den gern auch noch einmal haben, bitte. Ich auch. Ja. Ich brauche ihn auch zum zweiten Mal. Achtung. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube, der hat mit Kampfsport zu tun. Bruce Lee ist der Name und die Rasse lautet Zwerg-Koshamo. Ja. Ja.
Der sieht aus, als würde er gleich auf den Grill springen, du. Der hat ja schon. Ja. Ja, von wegen, du. Der ist ursprünglich ein Kampfhahn, also, aber sind ganz nette Kerlchen. Aber ja, auch diese Rasse sollte erhalten bleiben, ja. So, Hahn Nummer 5. Bitte. Wenn du den richtig triffst, dann brauchen wir gar keinen Ersatzhahn. Den möchte ich gerne noch mal hören. Allerdings reicht es ja. Es reicht es ja, wenn wir die Auflösung, da hören wir ja eh noch mal. Ja, aber ich muss ja noch sagen, wer er ist. Sag mal, wer er ist. Also sein Besitzer heißt Kruse. Das führt uns nicht weiter. Und er hatte keinen Vornamen, der arme Hahn, also habe ich ihn Käthe genannt. Und es müsste Käthe 1 sein, der Kosovo Langkrier müsste das sein. Der Kosovo Langkrier, dann schauen wir mal. Dir bleibt das Tränen erspart. Ja? Er hat nämlich seine Wette gewonnen, wie du es richtig angekündigt hattest. Das hätte auch schief gehen können, die Veranstaltung. Ja. Es war nicht so, dass bei allen Proben alle Hähne erkannt wurden. Nein. Das ist ein schwieriges Geschäft, ist schwieriger, als es sich anhört. Absolut. Aber dieser Langkran, der Langhahn da, der war natürlich. Der hat besonders geübt für uns. Reiner Langhahn. Gut. Ja. Käthe 1 war Wahnsinn. Wunderbar. Das war unglaublich. Alles klar. Das wäre deiner geworden sonst. Vielen Dank, Thomas. Ich habe zu danken. Wette Nummer 1, locker gewonnen, Horst Freckmann. Ja.